So, herzlich willkommen zur Vorlesung Design Pattern. Wir sind im Sommersemester 2015, die zweite Vorlesung grob, wenn ich das richtig überblicke. Und hatten letzte Woche schon eine sehr schöne Einführung und haben uns insbesondere, ist das nicht schon die dritte Vorlesung? Zweite, schön, das war schon recht weit. Hatten wir uns auch mit so Vererbungsmechanismen beschäftigt. Und da kommt heute nochmal so ein kleiner Nachtrag und dann lernen wir unser erstes Design-Pattern kennen. Was wir letzte Woche gemacht haben, war, die Softwaretechniker hatten, als die Vererbung aufkam, schöne Ideen, was man machen könnte. Und die wollten insbesondere auch gerne haben, dass wenn man Klassen spezialisiert, dass man dann die Methoden spezialisieren kann. Also sagen kann, ich hätte gerne in der Methode speziellere Parameter als die Vater-Methode, die ich hier gerade überschreibe, weil ich was Spezielleres mache. Kann ich auch nur speziellere Input-Parameter verarbeiten. Und dann sind die bösen Compilerbauer gekommen und haben gesagt, das darfst du nicht. Und haben es verboten. Und haben gesagt, funktioniert nicht, das geht nicht, das ist ein Riesenproblem, dann kommt unser Triebsystem durcheinander, dann können wir nicht mehr statische Analyse machen, das wolltet ihr doch, vergesst das, das ist eine blöde Idee, ihr wollt das nicht. Das ist ein genereller Reflex von diesen Compilerbauern. Immer wenn die ein Sprachfeature nicht implementieren können, dann sagen die dir, das willst du gar nicht haben. Und der nächste Punkt, den die Softwaretechnik dann gewünscht hatte, war Mehrfachvererbung. Und da haben die Compilerbauer gesagt, nein, das willst du nicht, das geht nicht, das ist böse, das brauchst du auch überhaupt gar nicht. Und darüber will ich heute noch kurz was erklären, wie das kommt. Also warum finden Compilerbauer Mehrfachvererbung blöde und warum wollen Softwaretechniker das gerne haben? Und wie ist der Stand in diesem Kampf der Ansichten im Augenblick? Das klassische Beispiel sind immer so ein Amphibienfahrzeug. Also ich habe irgendwie so eine Klasse Fahrzeug und dann habe ich irgendwie eine Klasse Auto von mir aus oder Car oder was auch immer und dann habe ich irgendwie eine Klasse, die erbt davon, ist ja ein Fahrzeug und hat also alle Eigenschaften, die ein Fahrzeug hat, haben wir noch nicht so viele, sehen wir gleich. Und dann gibt es eine Klasse Boot ist auch irgendwie ein Fahrzeug. Schön. Ne? Bis dahin noch alles klar. Und das hat zum Beispiel einen Motor. So ein Fahrzeug, M nenne ich den jetzt mal nur, und was weiß ich, eine Nummer. Nummern sind immer gut, ne? Damit man irgendwie Fahrgestellnummer oder was immer das sein soll. So, jetzt hat das Auto eine Nummer, das Boot hat eine Nummer, Auto und Boot haben Motoren, weil man das von Fahrzeug erbt, weil alle Motoren haben ein Fahrzeug. Räder haben wir Gott sei Dank noch nicht modelliert, da können wir jetzt gleich ins Schleudern kommen, wie Boote mit Rädern umgehen, müssen wir mal gucken. Und dann hatten die Softwaretechniker gesagt, ah, wir haben ganz oft so Sachen, die sollen zwei Eigenschaften haben, nicht nur eine. Und das ist jetzt in unserem Fall das Amphibienfahrzeug. Ich nenne das mal nur Amphi, soll mal reichen. Und von dem wollen wir gerne, dass das die Eigenschaften vom Boot erbt, nämlich es kann im Wasser fahren und dass es die Eigenschaften von Auto erbt, weil da möchte man halt auch mitfahren können. Das ist ja ein Amphibienfahrzeug, das kann ja beides. Ne? Also so ein schwimmendes Radfahrzeug irgendwie, das wollen wir gerne modellieren. Und da haben die Compilerbauer kurz drauf geguckt und haben gesagt, nein, das wollt ihr nicht. Da haben die Softwaretechniker gesagt, doch, das wollen wir, das ist total cool, wenn wir so modellieren können. Das haben wir ganz oft, die Situation. Und da haben die Compilerbauer gesagt, nein, das wollt ihr nicht. So, und jetzt kommt das Problem, das dabei entsteht. Dafür müssen wir noch so ein bisschen dazu tun. Dann sagen wir doch jetzt mal hier, irgendwie beim Auto gibt es irgendwie Räder. Na, ich mache es jetzt als Attribut eigentlich. Interessiert uns jetzt vielleicht nur die Anzahl, müsste man eine Assoziation machen, weiß ich nicht genau. Und beim Boot gibt es eine Ruderpinne, ist doof, da gibt es Bruttoregistertonnen. Bruttoregistertonnen, wie viel Wasserverdrängung das hat, wie viel Gewicht man dafür kriegt oder was auch immer. Na? Und das hat ein Fahrzeug nicht generell, weil nicht alle verdrängen Wasser. Okay. Das sind so Eigenschaften und jetzt
geht die Frage los? Es gibt ein paar semantische Fragen. Die erste Frage war, wie viele Motoren hat so ein Amphibienfahrzeug? Und wie viele Nummern hat so ein Amphibienfahrzeug? Na, also prinzipiell steht hier beim Amphibienfahrzeug, ich erbe von Auto. Ein Auto hat Räder, eine Nummer und einen Motor. Also hat ein Amphibienfahrzeug das auch alles. Ne? Und ich erbe von Boot, da erbe ich diese Bruttoregistertonnen und einen Motor und eine Nummer. Ist das die gleiche Nummer oder ist das jetzt eine andere Nummer? Ne? Wenn ich die obere Klasse mir wegdenke und nicht weiß, dass die existiert, dann hätte ich irgendwie so ein Auto für sich alleine diese drei Eigenschaften und den Boot irgendwie drei Eigenschaften, dann würde jeder sagen, na klar, das habe ich doppelt. Ne? Ich habe eine Nummer, ein Boot hat eine Nummer, ein Auto hat eine Nummer, dann hat ein Amphibienfahrzeug zwei Nummern. Die Softwaretechnik hat gesagt, das ist relativ simpel. Wenn es diese Fahrzeugklasse gibt, dann möchte ich diese gemeinsamen Eigenschaften von da oben nur einmal haben. Zwei Motoren machen keinen Sinn. Viel zu viel Gewicht, das läuft mir mein Boot ab, will ich nicht. Ne? Das heißt, wenn ich eine Fahrzeugklasse, eine gemeinsame Rootklasse habe, möchte ich diese Eigenschaften nur einmal haben. Das finden wir jetzt am natürlichsten modelliert und solche Dinge mehr. So, jetzt geht der Ärger los. Dafür muss man wissen, wie die Compilerbauer mit Vererbung umgehen. Im Prinzip, wenn die ein Objekt anlegen, dann machen die dafür dieses Objekt ein Speicherlayout. Das heißt, für so ein Objekt vom Typ, ich mache jetzt mal hier, schreibe den Typ oben drüber, das wäre jetzt Fahrzeug, ein Fahrzeugsobjekt, dann überlegen die sich, ja, so ein Fahrzeug hat im Wesentlichen zwei Attribute, diese Nummer und ein Pointer auf den Motor. Na? Im Prinzip legt der Java-Compiler für jedes Attribut, was ich habe, immer 8 Byte an, auf einer 64-Bit-Maschine, ein Speicherwort und sagt, da kannst du dir das drin speichern und merken. Jedes Objekt, das ich in Java anlege, hat einen zusätzlichen Pointer, den sehe ich gar nicht, der ist implizit, der verbindet das Objekt mit der Typtabelle. Na? Das heißt, hier gibt es als allererstes 8 Speicherplätze, die zeigen auf die Typtabelle, weil wenn ich auf dem Objekt nachher eine Methode aufrufe, dann gehe ich in die Typtabelle zu diesem Objekt und da gucke ich nach, wo die Methodenimplementierung ist, weil jedes Objekt, je nachdem, was hat das für einen Laufzeittyp, muss im Prinzip sagen, ich habe den Typ, den kann ich nicht, den Laufzeittyp kann ich ja nicht aus der statischen Variable. Ich habe irgendwo eine Variable, Fahrzeug F ist irgendwie initialisiert. Das F zeigt von mir aus auf dieses Fahrzeugobjekt, aber es könnte genauso gut sein, dass da ein Amphibienfahrzeug drin steckt oder ein Auto oder ein Boot. Das heißt, wenn ich jetzt F.m aufrufe, F.m1, irgendeine Methode, und M1 ist eine Methode, die unter Umständen überschrieben worden ist. Da muss ich mir den Laufzeittyp des Objektes besorgen, weswegen das Objekt sich den Typ merken muss, von dem es wirklich ist. Das ist schon mal eine wichtige Eigenschaft in Java. Das heißt, jedes Java-Objekt, das ich anlege, hat erstmal 8 Byte, wo drin steht, ich bin vom Typ so und so. Und die wird implementiert, das ist ein Zeiger in so eine Tabelle, da sind alle Typen hinterlegt und zu den Typen ist hinterlegt, wo sind die Methoden, die zu diesem Laufzeittyp gehören. Okay, das ist an der Adresse 0. Na, und zwar ganz genau, das Objekt kriegt einen Speicherbereich alloziert, das hat irgendeine Adresse, Hex 43.23.17, keine Ahnung. Und dann greife ich auf die Attribute von dem Objekt zu, indem ich relativ zur Startadresse adressiere. Das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, hier gibt es eine Startadresse, Hex 42.23.13.37 oder irgend so ein Scheiß. Und ab dieser Startadresse kann ich jetzt auf Attribute zugreifen. Wo innerhalb des Objektbereiches relativ gesehen zum Start des Objektes die Attribute abgelegt sind, wird zur Compile-Zeit festgelegt.
Da gibt es nicht nochmal eine Tabelle, wo ich das nachgucke, sondern der Compiler überlegt sich das. Und der überlegt sich jetzt eben für ein Fahrzeug, okay, Offset 0, die ersten 8 Byte, da tue ich die Typangabe rein. Dann Offset 8 offensichtlich, je nachdem, wie die Adressierung geht, wenn ich immer 8 Speicherblöcke habe, dann ist das vielleicht auch aus Offset 1, nehmen wir jetzt mal 8, da schreibe ich jetzt mal dieses M rein, das war dieser Motor. Das heißt, da ist ein Pointer drin, der zeigt irgendwo anders hin, wo mein Motorobjekt liegt. Ne? Und zwar bei dem Motorobjekt auf die Startadresse. Wenn ich dann auf Attribute von dem Motorobjekt zugreife, ist das wieder die Startadresse plus so ein Offset. Okay? Und ab 16 steht dann irgendwie diese Nummer. Kann sich das jeder vorstellen? 3 Speicherwörter am Stück. Oben steht die Typangabe, Laufzeittyp, dann der Zeiger für den Motor und dann ein Int-Speicherwort, wo dieser Integer-Value drin ist oder der String. Wenn es ein String ist, ist es ein Zeiger auf den String, weil String viele, viele Buchstaben, passt nicht in ein Speicherwort. Deswegen ist das ein eigenes Objekt, habe ich einen Pointer drauf. Ne? Solche Dinge mehr. Okay, und dann ist das fertig. Der merkt sich der Compiler noch, aha, Fahrzeugobjekte sind so und so lang. Alles ist gegessen. Okay, jetzt mache ich mir ein Autoobjekt. So, sit. Und muss mir überlegen, was hat denn dieses Autoobjekt für ein Speicherlayout? Dann ist relativ klar, die ersten 8 Byte sind wieder diese Typangabe. Ne, das ist immer so, braucht man nicht drüber diskutieren. Jetzt überlege ich mir, okay, so ein Autoobjekt erbt Fahrzeugattribute und hat eigene Attribute. Und die Compiler-Konvention ist, dass die geerbten Attribute zuerst abgelegt werden. Dann mache ich mir hier also erst so einen, ich mache das mal hier vor, ist irgendwie schöner, einen Speicherplatz, wo ich den Motor drin ablege und einen Speicherplatz für die Nummer an die Adressen 8 und 16. Und dann kam danach irgendwie was mit, habe ich vergessen, Anzahl der Räder von mir aus oder Pointer, keine Ahnung. Das heißt, an die Stelle 24 mache ich mir Räder hin, muss reichen, ist vielleicht auch irgendwie ein Pointer, weiß ich nicht so genau. Okay? Das darf ich mir nicht einfach so aussuchen. Das muss ich exakt so machen, weil ich habe irgendwo eine Variable, irgend so ein New Auto gemacht und weil ich ein fauler Sack war, habe ich das dieser Variable F zugewiesen für Fahrzeug. Das darf ich ja machen. Na? So, und wenn ich jetzt irgendwo hinschreibe f.nummer als Quelltext, dann geht der Compiler hin, alles klar. In der Speicherzelle der Variablen f steht die Anfangsadresse von meinem Objekt, die Ecke da oben. Jetzt will ich auf das Nummernattribut zugreifen, dann sage ich, oh, f ist vom Compile-Zeit-Typ Fahrzeug, da ist das Nummernattribut bei Fahrzeugen bei Offset 8 Byte angelegt. Das heißt, um auf das Nummernattribut zuzugreifen, muss ich auf Startadresse plus Offset 8 zugreifen. Und das soll funktionieren, egal was das Ding für einen Laufzeittyp hat. Das muss also für Fahrzeuge funktionieren, für Autos funktionieren, für Boote funktionieren und für Amphibienfahrzeuge nachher funktionieren. Ne, weil sonst kriege ich das nicht auf die Kette. Logisch? Klar. Ne? Dadurch, dass man das sagt, sich auf diese Konvention geeinigt hat, wir machen dieses Speicherlayout statisch und wir machen das von den Kinderklassen so, dass erst die ganzen Vaterattribute kommen und dann die zusätzlichen Attribute, können wir zur Compilezeit ein statisches Offset versetzen. Nummer ist immer plus 8 Byte und dann können wir, egal was für ein Laufzeittyp das Objekt hat, sofort gucken gehen. Wenn wir das nicht tun würden, müssten wir sagen, oh, was hast du denn für einen Laufzeittyp? Wo ist denn bei dir die Nummer abgelegt? Ist nur eine Indirektionsstufe mehr. Dafür ist keine Zeit. Das kostet extra 2 CPU-Zykel. Das ist fast 1/1000 Sekunde. Das können wir auf keinen Fall investieren. Ne? Da tillen die Compilerbauer aus. Das geht auf gar keinen Fall. Da gibt es auch ein paar Compilerbau-Grundgesetze, die da in Konflikt geraten. Sage ich gleich nochmal was dazu. So, da haben wir noch so ein Boot. Und das macht jetzt im Prinzip das Gleiche. Und sagt, ja, klar, erstmal diese Typangabe, dann die Vaterklassenattribute, also 8,
Motor, 16 Nummer. Na? Und jetzt meine eigene, also bei 24 die Bruttoregistertonnen. Okay. Und jetzt kommt das, nimmt das Drama seinen Lauf. Und wenn ich jetzt das Amphibienfahrzeug mache, dann hat dieses Amphibienfahrzeug ein unlösbares Problem. Die gemeinsamen Attribute sind klar. Ne? Typ, Laufzeittyp, 8 Motor, 16 Nummer. Das war noch relativ simpel. Die wollten wir ja eigentlich einsam haben. So, dann habe ich da Räder und Bruttoregistertonnen. Und beide wollen gerne auf Speicheroffset 24 gespeichert werden. Und ja, habe ich jetzt einen Konflikt. Das tut's nicht. Ne, wenn ich so ein Amphibienobjekt in eine Variable vom Typ Auto ablege, erwarte ich an der Stelle Offset 24 Räder. Wenn ich das in eine Variable vom Typ Boot ablege, erwarte ich mit dem gleichen Offset Bruttoregistertonnen. Scheibe. Was ist hier zu tun? Dann sagen die Softwaretechniker, kein Ding. Hey, wie wäre es, wenn wir beim Boot hier anstatt 24 einen offen lassen und den hier bei 32 hinmachen? Solft. Da kriegt der Compiler-Bauer ein Herz, Kasper. Das kannst du doch nicht machen, Alter. Es gibt im Compilerbau ein Grundgesetz, das da heißt, wenn du ein Feature, ein Sprachfeature nicht benutzt, dann darfst du auch nicht dafür bezahlen, dann darf es dich nichts kosten. Na? Und es gibt so ein anderes Compilergesetz, man möchte jede Klasse einzeln kompilieren können. So, und mindestens gegen das letzte haben wir verstoßen, denn wenn es dieses blöde Amphibienfahrzeug nicht gäbe, dann könnten wir die Bruttoregistertonnen safely hier auf die Stelle 24 legen. Dann wäre es kein Thema. Alles wäre cool. Wenn wir das auf 32 legen, haben wir hier 8 Byte verschenkt. Na, also 8 Byte, seid ihr irre. Wir haben nur 32K Hauptspeicher. Das ist 1970. Da können wir nicht 8 Byte verschenken. Na, da können wir noch ein komplettes Word-Dokument reinpressen. Das geht auf gar keinen Fall. Na, also das kann man, das geht, nee. Einfach 8 Byte verschwenden, nur so auf Verdacht und alle Attribute über alle Klassen hinweg irgendwie zufällig im Speicher-Offset verteilen, das geht schon mal gar nicht. Na, das kann man nicht machen. So, das heißt, wir machen es nur, wenn wir es auch wirklich benutzen. Und dann hast du den Effekt, das heißt also eigentlich nur für Amphibienobjekte. Objekte vom Typ Amphibienfahrzeug. Alle anderen eigentlich nicht. Und dann hast du jetzt aber plötzlich das Problem, dass du am Laufzeittyp entscheiden musst, welche Offsets du verwenden willst. Das heißt, du musst diesen Table Lookup machen. Erst gucken, was hat das Objekt für einen Laufzeittyp, bei welchem Offset finde ich hier die Bruttoregistertonnen. Das könnte man durchaus tun. Das kostet auch zu viel. Könnte man nicht machen. Ne? Ein ganzer Speicherzyklus. Oh, auf gar keinen Fall. Ne? Das geht irgendwie auch nicht. Ja, unlösbarer Konflikt. Also die Compilerbauer haben sich schlicht geweigert, das irgendwie zu tun. Also was auch wirklich ein Problem ist, denn du hast am Anfang nur Fahrzeug, Auto, Boot, kompilierst das alles, hast die Class-Datei erzeugt, alles ist cool. Und dann ein bisschen später baut einer ein Amphibienfahrzeug und jetzt musst du zurückgehen zu Auto und Boot und die neu kompilieren. Ah, das ist ja auch irgendwie doof, ne? Und das Speicherlayout ändern, damit dieser Konflikt nicht mehr entsteht. Alles in allem, da waren die sehr, sehr unglücklich, die Compilerbauer. Da haben die Softwaretechniker gesagt, naja, na gut, das Problem, was ihr habt, ist ja dieses konsekutive Speicherlayout. Warum macht ihr das eigentlich? Ne? Macht das doch einfach anders, weil hier noch mehr Platz, super. Wenn ihr ein Autoobjekt anlegt, dann macht ihr ein Objekt mit dem Laufzeittyp, mit dem Motor, mit der Nummer und dann macht ihr darunter einen Pointer für die Extension. Ne? Nennen wir es doch Extension oder so ähnlich. Und da macht ihr die Räder hin. Tada. Fertig. Ne? Und dann muss man halt, wenn man auf dieses R-Attribut zugreifen möchte,
von dem man ja weiß, dass es statisch in der Klasse Auto definiert worden ist, Rä hat man das genannt, ne? Auf dieses Räder-Attribut zugreifen möchte, muss man halt ja in dieser Extension-Ding reingucken, muss dann sagen, sag nochmal schnell, muss da sich dann die neue Startadresse von diesem Extension-Objekt merken und kann dann da auf das Attribut mit einer statischen Sache zugreifen. Kann man so machen. Das machen wir dann für Boot genauso, das spare ich mir gerade. Und dieses Amphi-Ding, das merkt sich halt jetzt hier irgendwie diesen Typ, dann den Motor, dann die Nummer, dann dieses Extension-Ding, das zeigt auf ja, jetzt haben wir ein Problem, das funktioniert noch nicht hundertprozentig. Ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Prinzipiell hätte ich jetzt so eine Räder-Extension und ich brauche noch eine zweite Extension für den Bootsanteil, wo ich die Bootregistertonnen reinschreibe und dann wäre ich im Großen und Ganzen fertig. Da müsste ich eventuell hier nochmal so ein Hilfsobjekt dazwischen tun, weil ich nur eine Extension hier prinzipiell drin habe. Eventuell dann nochmal was bauen. Der hat dann diese zwei Extensions, dann lasse ich den hier hinschreiben und der zeigt hierhin. Das könnte man machen. Dann muss ich ein bisschen gucken. Eventuell hat sich zur Laufzeit eine Fallunterscheidung machen. Habe ich so eine Doppel-Extension oder eine einfache Extension? Und zu welchem Teil möchte ich denn jetzt eigentlich gerade? Kann man machen. Wollten die Compilerbauer nicht. Gefällt ihnen alles nicht. Na, das kostet Laufzeit und nur damit man manchmal mehrfach Vererbung machen kann. Und das kostet dich unter Umständen Laufzeit, obwohl du gar keine Mehrfachvererbung benutzt. Und das ist ein No-Go im Compilerbau. Das kannst du nicht bringen. Also wenn du ein Sprachfeature nicht nutzt, dann darf dich das auch nichts kosten. Das Problem ist, wenn ich Compilerbauer bin, dann möchte ich zu solchen Compilerbauer-Konferenzen fahren und wenn ich da irgendeine Idee vorstelle und dann sitzen die anderen alten Säcke da und fragen die immer, kostet dich das auch was? Wenn du es nicht benutzt und du sagst, ja, dann kannst du rausgehen. Ne? Dann darfst du nicht mehr mitspielen, darfst du nicht am Dinner teilnehmen, dann bist du ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Deswegen, das machen die nicht fertig. So, was haben sie dann stattdessen gemacht? Die hatten die schöne Idee, in Java gibt es so eine Art Mehrfachvererbung, aber die wird auf, sag doch mal schnell, Interfaces beschränkt. Du kannst eine richtige Vaterklasse haben und viele Interface-Klassen. Ihr erinnert euch? Na? Und Interface-Klassen unterscheiden sich von normalen Klassen in Java 8 nur noch dadurch, dass sie keine Attribute haben dürfen. Die dürfen inzwischen Methoden haben, die auch ausimplementiert sind, aber sie dürfen statische Konstanten haben, weil die anders gehandhabt werden, aber sie dürfen keine Attributdeklarationen haben. Ihr erinnert euch? Das ist verboten. Und warum? Weil wenn du keine Attribute hast, dann hast du genau dieses Speicherlayout-Problem nicht mehr. Das haben sie sich gekniffen, haben sie einfach wegdefiniert. Und dann kannst du Mehrfachvererbung haben, wie du möchtest, da haben die überhaupt kein Problem mehr mit. Solange nur in einer Klasse Attribute sind, bringt das mein Speicherlayout nicht durcheinander, dann ist alles easy. Fertig. Das meinten sie, ja, das können wir machen. Und dann haben sie anschließend der Welt erklärt, das ist die Mehrfachvererbung, die ihr wollt. Na? Es gibt ein paar Sprachen, die geben sich mehr Mühe. Eiffel kann richtige Mehrfachvererbung. C++ kann auch richtige Mehrfachvererbung, glaube ich. Wie die das machen mit diesem Speicherlayout-Problem, weiß ich nicht. Einen von diesen Mechanismen, der Laufzeit kostet, müssen die nehmen. Okay. So, lange Rede, kurzer Sinn. Als Vererbung aufgekommen ist in den 80er Jahren, oder Objektorientierung, hatten die Softwaretechniker sofort die Idee, hey, das sind die Sachen, damit können wir unsere Probleme im Klassendiagramm auf natürliche Weise modellieren. Das ist toll. Und haben dann versucht, sich ganz, ganz viele Features im Rahmen von Vererbung zu wünschen, was man da alles so machen könnte. Und dann kamen die bösen Compilerbauer und haben gesagt, nö, gibt's nicht, weil da geht ganz viel schief. Na? Und dann haben die Softwaretechniker gesagt, ja, mir doch egal, mache ich halt Smalltalk. In Smalltalk gehen ganz viele von diesen Dingen, ist so eine Interpretersprache, die sind halt sehr tiefenentspannt an dieser Stelle. Aber die klassischen Compilersprachen können es halt eben im Großen und Ganzen nicht. Gut, haben die Softwaretechniker geschmollt, waren seitdem mit den Compilerbauern spinnefeind, weil die so gemein zu uns waren und haben dann anschließend gesagt, dann machen wir halt Design-Pattern. Und haben
im Großen und Ganzen die Idee gehabt, Vererbungsmechanismen durch Delegation zu ersetzen. Das hatten wir letzte Woche schon so ein bisschen kennengelernt. Und tatsächlich ist man mit Delegationsmechanismen nochmal viel, viel flexibler als mit diesen Vererbungsmechanismen, weswegen das eigentlich auch viel, viel cooler ist. So, deswegen können wir jetzt mit neuen Pattern beginnen. Hurra! Dafür betrachten wir zunächst so eine Referenzarchitektur für interaktive Systeme. Das habe ich schon ein paar Mal aufgelegt in PM und Software Engineering 1, glaube ich, auch. So grob, wenn man irgendwas mit einem Graphical User Interface baut, hat so ein Programm diese Komponenten. Du hast halt das GUI und da diesen Menüanteil, den man so mit Swing, SVT oder JavaFX baut. Du hast so einen GUI-Anteil, der so die Daten anzeigt, der mit so Data Binding funktioniert. Du hast ein Datenmodell, du hast so einen QVT-Baustein, der macht so Konsistenzanalysen und Transformationen auf dem Datenmodell. Da steckt auch ein großer Teil deiner Business-Logic irgendwie drinnen, die ganzen Algorithmen. Du kannst das Ganze persistieren, du kannst es importieren und exportieren und dann machst du manchmal irgendein Backend, der nimmt dann das, was du eingegeben hast und generiert daraus irgendwas. Macht irgendwelche Überweisungen, macht irgendwelche Buchungen, druckt irgendwas aus, solche Dinge mehr. Spricht mit anderen Programmen, solche Sachen. Das sind so die Dinge, die du immer so hast. Und eine zentrale Komponente ist dieser Datenmodell-Baustein, den es in fast jedem Programm, interaktiven Programm gibt. Der modelliert den aktuellen Zustand des Systems. Und dieses Datenmodell baut man fast immer als Composite-Pattern. Und dieses Composite-Pattern kann man naiv bauen oder dieses Datenmodell kann man naiv bauen, dann handelt man sich ein riesen Wartungsproblem ein. Ich nehme jetzt mal eine Uni-Verwaltung. Das ist, kann ich am einfachsten, das ist auch vielleicht ein bisschen am anschaulichsten. Die sind auch so schön hierarchisch aufgebaut. Die könnten wir nehmen. Wir könnten auch, wir haben im Oberprojekt mal den Aufbau eines Autos oder einer Maschine im Prinzip hierarchisch modelliert. Das könnten wir auch machen. Ist kein großer Unterschied. Also was würde man jetzt machen? Jetzt fange ich mit diesem Strukturanteil an. Wir haben eine Uni. Ne? Also da würden wir sagen, ja, es gibt so eine Klasse Uni. Ne? Die hat irgendwelchen Namen, bla bla bla, interessiert jetzt mal gerade nicht. Dann würden wir sagen, unterhalb von der Uni, da gibt es eine Verwaltung. Mache ich mal nur so kurz. Und die Uni hat eine Verwaltung, die nenne ich mal V. Ne? Und dann gibt es irgendwie ganz viele Fachbereiche, FBs. Genau, wunderbar, das sind so Fachbereiche. Fachbereiche haben eine Verwaltung, das nennt sich der Dekanat. Und viele, viele, das ist mal D, und dann viele FGs wie Fachgebiete und so weiter. Ne? So ein Fachgebiet ist so ein, halt so eine Professur oder sowas ähnliches. Ne? Wenn wir wollten, könnten wir jetzt das noch weiter runterbrechen, aber lass uns das mal tun. So ein Fachgebiet hat einen Chef, einen Prof, eine Chefin, Sekretariat und, das war jetzt Schobi, einen Chef und einen wirklichen Chef und Mitarbeiter. Ne? Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Okay, viele. Solche Dinge mehr. Ne, so könnte man es modellieren, das wirkt irgendwie natürlich und richtig. Ne, das ist so der direkte, ich leite ein Datenmodell aus meinen vorgegebenen Strukturen ab, wie man das geradlinig machen würde. Ne, das würde jetzt auch bei, wenn ich ein Storyboarding mache, also erstmal so Objektmodelle und Beispielszenarien betrachten würde, könnte dann am Schluss so ein Klassenmodell durchaus rauskommen. Ne? Und eigentlich kein großes Ding. Dann würde ich ein URL-Tool meines Vertrauens nehmen, den Code-Generator anwerfen, ganz viel Code, Rahmencode generieren und bin fertig. Ne? Kann man ja mal so machen. So, jetzt
möchte die Univerwaltung wissen, wie viele Leute arbeiten eigentlich an dieser Uni. Ne, das sind so Dinge, die man gerne mal möchte. Das heißt, wir rufen hier irgendwie Count Mitarbeiter, CM heißt die Methode auf. Ne? Das Count Mitarbeiter auf dem Uni-Objekt oder in der Uni-Klasse würde sagen, ja, wir haben Mitarbeiter in der Verwaltung. Da rufen wir so einen Count-Mitarbeiter auf der Verwaltung auf und wir haben Mitarbeiter in den Fachbereichen, da rufen wir Count-Mitarbeiter auf den Fachbereichen auf und zählen die ganzen, summieren die ganzen Scheiße auf und fertig. Kann man ja so machen. Ne? Dann sagt der Fachbereich, ja, ich habe ein Dekanat, da arbeiten Leute, da mache ich einen Count-Mitarbeiter und ich rufe einen Count-Mitarbeiter, eigentlich müssten das Methoden sein mit Klammern dahinter. Okay, erhöht die Lesbarkeit jetzt auch nicht wirklich. Machen wir das doch mal. Okay? Und dann würde so ein Fachgebiet sagen, ja, ich habe einen Prof, eine Sekretärin und dann irgendwie viele MBBs, also hier Mitarbeiter, dann mache ich das jetzt auf denen hier auch noch. Wobei Mitarbeiter, da muss ich nicht mehr Count drauf aufrufen, der macht immer eins. Das heißt, der kann das alleine. Ne? Der muss jetzt nicht nochmal rekursiv weiter Mitarbeiter. Muss jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Ne? Und dann liefere ich, summiere ich den ganzen Quatsch zusammen, habe fertig. Alles ist cool. Ne? Dann möchte der Präsident wissen, sag mal, wie viele Veröffentlichungen haben wir denn letztes Jahr gehabt? Na ja, mache ich eine Count-Veröffentlichung, schiebe das runter, stelle vielleicht auf der Uni-Ebene fest, Verwaltung brauchen wir nicht fragen, gehen in die Fachbereiche rein, Dekanat brauchen wir nicht fragen, gehen in die Fachgebiete rein, Professor brauchen wir nicht fragen, fragen wir die Mitarbeiter. Oder müssen den Professor fragen und seine Mitarbeiter und da hängen dann irgendwie Veröffentlichungen jeweils dran. Kann schon sein, solche Dinge kann man machen. Wie viel Drittmittel haben wir denn eigentlich generiert im letzten Jahr? Ne? Lauter solche Fragen. Das heißt, wir haben nachher so 7, 8, 9, 10 Methoden, die eigentlich alle das Gleiche machen. Sie durchlaufen diese Struktur unserer Uni rekursiv oder diesen Baum, ebenso wie man so Bäume so durchläuft, und rufen dann eben immer so Submethoden auf den Subobjekten und summieren die Ergebnisse auf. Ist ein sehr, sehr gängiges Pattern. Kann sich jeder vorstellen, ist ein bisschen wie in Algorithmen und Datenstrukturen, ne? Lauf mal durch den Baum durch, kriegen wir hin. Okay? Alle glücklich? Noch gut. Ne? So, funktioniert alles, alles ist prima. Und dann kommen, nehmen wir mal an, diesmal sitzen die Bösen in Wiesbaden, die Politiker, und sagen, wir müssen eine Universitätsreform machen. Ne? Was wir so turnusmäßig machen, wir nehmen mehrere Fachbereiche und fassen die zu Fakultäten zusammen und wahlweise zerschlagen wir Fakultäten in Fachbereiche. Das geht so ein Schweinezyklus, alle 5 Jahre hin und zurück. Und tatsächlich hat der letzte Präsident angefangen, Fachbereiche zu Fakultäten zusammenzufassen. Das wäre doch mal eine schöne Idee. Entschuldigung, muss weg. Das heißt, wir gehen in unser System hier rein und sagen, was müssen wir tun? Ja, da nehmen wir eine neue Klasse FK für Fakultät. An der Uni hängen keine Fachbereiche mehr, das nehmen wir weg, sondern da hängen jetzt Fakultäten dran. Fakultäten haben einen, wie nennt sich denn das, der Chef vom Fakultät? Ich glaube, das sind die Dekanate. Ganz genau, den Teil hier gibt es auch nicht mehr. Und dann hängen da aber noch viele Fachbereiche dran und die Fachbereiche haben dafür dann irgendwie so einen Vizedekan. Der ist oben im Fach, in der Fakultät drin, der soll reichen. Ne? Oder die haben noch so einen Fachbereichsrat, wie wäre es mit dem? Den gibt es immer noch. Einen Fachbereichsrat, den hängen wir hier mal noch dran. Okay. Wen haben wir jetzt alles angepackt? Wir haben diese neue Klasse gemacht. Moment, da mache ich mal eine andere Farbe. Wir haben hier die neue Klasse gebaut. Da kommen wir nicht drum rum, das müssen wir auf jeden Fall tun. Dann haben wir hier diese Assoziation gelöscht. Dann haben wir diese Assoziation umgebogen. Dann haben wir hier eine neue Assoziation gebaut. Das ist bis dahin noch nicht so schlimm. Und dann sind wir in alle Methoden der Klasse Uni reingegangen, die über diesen Baum iterieren und haben in jeder von diesen Drecksmethoden gesagt, nein, du läufst nicht mehr über die Menge der Fachbereiche, sondern jetzt über die Menge der Fakultäten. Das ist der böse Teil.
Und danach haben wir dem hier diese ganzen Methoden gegeben, Count Mitarbeiter, Count Publication, Count Drittmittel und wie die da alle hießen. Und haben den gebaut. Halt, wir haben noch was gemacht. Dieses Count Mitarbeiter vom Fachbereich, das müssen wir auch ändern, weil der ist immer ins Dekanat gelatscht, hat er aber nicht mehr. Das haben wir dem weggenommen. Na? Und das ist die Sache, wo die Design-Pattern-Leute sagen, wir haben ein Wartungsproblem. Durch eine Umstrukturierung unserer Universität müssen wir bestehenden Quelltext ändern. No good. Das wollen wir nicht, das wollen wir genau vermeiden. Und da ist tatsächlich hier das Wartungsproblem. Der Punkt ist, man beobachtet, und das ist vielleicht noch irgendeine Sache, die man bei Design-Pattern im Hinterkopf haben, ist, man muss beobachten, wie oft werden bestimmte Änderungen durchgeführt. Und dann muss man seine Software so bauen, dass diese häufigen Änderungen leicht gehen. Und Restrukturierungen in der Uni sind Tagesgeschäft. Das passiert andauernd. Die machen da ständig irgendeine Scheißänderung. Und dann als nächstes überlegen sie sich, innerhalb der Fachbereiche können wir Fachgebiete zu Abteilungen zusammenfassen. Da machen wir hier so ein Ding rein. Schon bist du wieder dran, 5 Klassen umzubauen. Und dann überlegen sie sich, oh, wir machen neben den Fachbereichen fachbereichsübergreifend oder fakultätsübergreifend Institute. Sowas haben wir auch. Und die sind eigene Einheiten. Und da können wir dann Fachgebiete drin versammeln. Die hängen dann in den Instituten und gleichzeitig in den Fachbereichen. Und es gibt einen Mörderkompetenzgerangel, wer jetzt wie viel Geld kriegt. Solche Dinge können wir machen. Und wen man fragen muss, wer wie viel veröffentlicht hat oder solche Dinge mehr. Na? Und lauter so hübsche Dinge. Das heißt, solche Reorganisationen dieser universitären Struktur, was auch häufig vorkommt, dass Fachgebiete so groß werden und dass die dann Abteilungen bilden. Na, geht mal zum Börschek. Der hat plötzlich Unterabteilungen in seinem Fachgebiet. Und ja, ne, und dann hängen da drunter wieder irgendwelche Sekretariate und wieder irgendwelche Mitarbeiter und da gibt es einen Leiter von und lauter solchen Kram. Das passiert beliebig gerne. Ne? Oder wir haben irgendwie den Uni-Kassel-Transfer, haben wir hier noch nicht berücksichtigt. Das ist so ein Institut, das hängt irgendwie neben dem Dekanat. Ne? Uni-Kassel-Transfer, der hängt hier irgendwo. Das haben wir erst vor 5 Jahren neu gebildet, hätten wir auch die ganze Software für umbauen müssen und hätten jetzt eben auch wieder an der Uni-Klasse beliebig viel tun müssen, um das alles abzubilden. Okay? So, das ist nicht so, dass es dich wirklich tötet. Ne? Du baust eine Klasse neu und änderst an 3 Klassen, die nebendran sind. Kann man drüber streiten. Was dich tötet, ist, dass du das so oft tun musst. Das ist irgendwie doof. Und was dich auch tötet, ist, wenn du jetzt tatsächlich das als Verwaltungssoftware innerhalb der Uni einsetzt und das ist schon im laufenden Betrieb und du willst diese Änderung machen, du musst die alten Daten migrieren. Na, da gab es noch Fachgebiete, die waren in Fachbereichen und jetzt sollen die plötzlich alle in Abteilungen drin sein. Und jetzt musst du den alten Datenbestand umziehen in das neue Ding. Das ist eklig, das macht überhaupt keinen Spaß, weil das wird ja benutzt, dieses Drecksprogramm. So, wenn, und das hat irgendeiner zentralen Datenbank, liegen diese ganzen Daten. Jetzt willst du die neue Version ausrollen und musst die Daten migrieren. Das heißt, du musst auf einen Schlag, nehmen wir mal so ein Wochenende, die ganzen Daten umbauen, also die Datenbank so umbauen, dass die zu der neuen Softwareversion passt. Und alle Leute, die diese Software benutzen, müssen auf die neue Version wechseln. Am gleichen Tag. Also während dieser Wechsel passiert, wenn sobald du anfängst, das Datenmodell umzubauen, können die alte Software nicht verwenden, die neue können sie auch noch nicht verwenden, weil du noch nicht fertig bist. Also in der Zeit ist schon mal so 1, 2, 3, 4 Stunden Stillstand. Und danach dürfen sie aber ihr altes nicht mehr weiterverwenden, müssen das neue verwenden. Na? Da sind so in der Verwaltung über den Daumen gepeilt 100 Leute, in den Fachbereichen nochmal 50. Das heißt, du musst auf 150 Rechnern in einer Nacht, an einem Wochenende diese neue Software installieren. Die Leute, die das benutzen wollen, müssen darauf geschult werden.
die müssen verstehen, dass sie jetzt die Fachgebiete nicht mehr unter den Fachbereichen finden, sondern dass da jetzt Abteilungen dazwischen sind. Das heißt, du musst, bevor du das tust, allen Leuten das erklären. Und jetzt wehe, wenn da was schief geht. Na? Also die neue Software hat einen Bug und läuft nicht. Dann spiel mal die alte Fassung wieder ein. Da ist der komplette Montag für die Verwaltung schon gelaufen. Und wenn die den ganzen Tag lang nichts zu tun haben, dann sitzen die zusammen und brüten Schwachsinn aus. Dann hast du die nächste Strukturreform direkt an der Backe, bevor du die alte fertig hast. Ne? Also das darf nicht passieren. Das ist ganz, ganz böse. Lauter schlimme Dinge passieren da. Und deswegen ist das relativ kritisch. Also das sind tatsächlich Dinge, die dich dann plötzlich töten, wenn du alte Daten migrieren möchtest. Weswegen die Götter lange nachgedacht haben und gesagt haben, haha, jetzt machen wir mal so einen ganz, ganz coolen Trick. Wir machen eine Klasse, da nennen wir sie doch Unit. Das ist irgendwie eine Einheit, was auch immer das ist. Englisch ist das Wort für Einheit. Na? Und so eine Unit hat, ich mache jetzt mal den schnellsten Weg, das ist am einfachsten, viele Subunits. Na? Also Stern. Fertig. Und dann sagst du, ja, es gibt eine Uni. Na, das ist irgendwie eine Unit. Und die hat Fachbereiche. Das ist irgendwie eine Unit. Und jetzt kann ich unter ein Uni-Objekt Fachbereichsobjekte hängen, so viel wie ich Bock habe. Na? Und dann gab es diese Fachgebiete. Das sind auch irgendwie Units. Ja, jetzt kann ich die Software Engineering Objekt unter den Fachbereich 16 hängen. Hey, funktioniert wie Sau. Ne? Und ich kann irgendwie Digitaltechnik, nehmen wir den noch dazu, kann ich da auch drunter hängen. Entschuldigung, alles kein Thema. Funktioniert wie Sau. Also ich kann die alten Strukturen, die ich vorher hatte, kann ich hier super abbilden. Klappt toll. Und ja, dann gibt es auch irgendwie noch so Leitungsleute oder so oder Gremien. Das heißt, es gab hier irgendwie noch so ein Präsidium, so Präsi. Na, ja, das ist auch irgendwie eine Unit. Das heißt, jetzt kann ich hier so ein Präsidium drunter hängen, unter das P1. Herz allerliebst. Und jetzt könnte ich sagen, oh, machen wir eine Strukturreform, machen wir doch mal eine schöne Fakultät. Na, und sagen, ja, ist irgendwie eine Unit. Na, die erben alle von der Klasse Unit und können Subunits haben. Und dann kann ich so eine Fakultät FKT, für Fakultät Technik, war immer im Gespräch, bauen. Die hänge ich unter die Uni und dann hänge ich den FB16 hier hin. Oder lasse ihn, wo er vorher war. Wie ich Bock habe. Das mache ich so on the fly irgendwann mal, wenn ich lustig bin. So. Diesen Umbau, den ich gerade gemacht habe, ich habe die Fakultäten eingeführt. Dafür musste ich in dem alten Modell an der die neue Fakultätsklasse bauen, das muss ich immer noch. Dann musste ich diese Assoziation bauen zu den Fachbereichen, das muss ich jetzt nicht mehr, das erbe ich von Unit. Dann musste ich von Uni zu Fakultäten Assoziation bauen, das muss ich jetzt nicht mehr, das erbe ich von Unit. Und dann hatte ich diese Count-Methoden. Davon hatte ich viele. Ne? Also zum Beispiel hier so eine Count-Mitarbeiter-Methode. Die gab es auch hier, die gab es auch hier, die gab es auch hier. Jetzt habe ich diese neue Fakultätsklasse gebaut. Da musste die Uni in dem alten Fall sagen, oh, du iterierst nicht mehr über die Menge deiner Fachbereiche, sondern jetzt über die Menge deiner Fakultäten. Der in dem neuen Modell, in dem Composite-Modell sage ich, du hast nur diese Subunit-Assoziation hier unten. Das heißt, der Uni sage ich, iteriere doch bitte über die Menge deiner Subunits. Fertig. Und dann baue ich diese Fakultät hier dazwischen, die vorher gar nicht da war. Das ist aber auf Objektebene. Das ist dem Code von dieser Methode hier sowas von scheißegal, ob da Fakultäten drunter hängen oder Fachbereiche oder Abteilungen oder Präsidien oder Dekanate oder sowas. Der sagt, unter mir hängen Subunits und die haben hoffentlich auch
so eine CM-Methode und die kann ich rufen, dann bin ich fertig. Das heißt, ich kann jetzt eine neue Organisationseinheit in mein bestehendes Programm einbauen und brauche an den bestehenden Methoden, die durch diese Strukturen durchlaufen, nichts ändern, weil die neue Fakultät benutzt auch diese Subunit-Assoziation und nichts anderes wie vorher auch. Das heißt, ich brauche keine Zeile bestehenden Code ändern, um neue Organisationsformen einzuführen. Ich baue die neue Klasse und aller alte Code funktioniert genau wie vorher. Dann konfiguriere ich die Laufzeitdaten ein bisschen um und bin ich fertig. Coole Nummer. Und wenn ich jetzt diese neue Version von dem Programm einspiele, dann brauche ich die alten Daten nicht verändern. Erstmal, weil das funktioniert immer noch genauso. Na? Das heißt, ich kann jetzt erstmal allen Leuten die neue Softwareversion geben und die kommen, diese CM-Methoden kommen noch völlig damit klar, dass es aber noch gar keine Fakultätsobjekte gibt. Ne, weil die funktionieren auf den Uni hat Fachbereiche genauso wie vorher auch. Am Code habe ich ja nichts geändert. Das heißt, dieser alte Softwareanteil funktioniert noch. Und dann irgendwann, wenn alle Leute die neue Software haben und drauf geschult sind, dann sage ich, okay, jetzt lege ich in meiner neuen Software die erste Fakultät an und ziehe ein paar Fachbereiche, biege ich um. Ne? Und das kann ich im laufenden Betrieb machen, weil alle haben jetzt die neue Version, sind vielleicht auch schon drauf geschult und überhaupt kein Problem. Ich habe gar keinen Stress mehr. Und ich kann die 150 Leute, die alle das neue Software installiert bekommen wollen, kann ich nach und nach irgendwie machen. Dann ist mal einer eine Woche im Urlaub, dann warte ich halt 10 Tage, bis der es auch hat. Irgendwann weiß ich so, jetzt haben eigentlich fast alle das Ding da. Jetzt kann ich die neuen Features auch ernsthaft benutzen. Und wenn ich mir noch ein bisschen mehr Mühe gebe, kann ich es auch so machen, dass ich das gleich so gebaut habe, dass das die alte Software gar nicht geändert werden muss, nur die neue Klasse dazukommt. Und wenn er dann irgendwas öffnet und da ist ein Objekt drin und da hat zwar die Klasse nicht dazu, dann ignoriert er das halt oder macht irgendwas Generisches damit. Da kann man auch irgendwie arbeiten. Also da habe ich jetzt schon noch mehr Möglichkeiten als vorher, wie ich das handhaben kann. So, und das war jetzt schon der ganze Trick. Das ist das Composite Pattern. Und der Trick ist im Großen und Ganzen, weil ich hierarchische Strukturen habe, die sind unglaublich häufig, das gibt es sehr, sehr oft, benutze ich auf den verschiedenen Hierarchieebenen nicht jeweils unterschiedliche Assoziationen, sondern ich nehme eine einheitliche Assoziation, mit der ich beliebig strukturierte Bäume aufbauen kann. Und der Grund ist, wenn ich das tue, habe ich ein riesen Wartungsproblem von der Backe, das insbesondere beim Upgraden von Programmen sonst ein Riesenproblem wäre mit den Altdatenbeständen. Das ganze Problem habe ich dann nicht mehr. Sehr coole Nummer. Okay? So. Das Ding hat auch Nachteile. Darf man nicht ganz verschweigen. Die Vorteile sind aber eben schöner. Ich habe, weil ich ja jetzt nur noch eine Assoziation für alles verwende, kann ich meine Algorithmen auch einheitlicher schreiben. Das ist alles ziemlich cool. Da muss ich ein bisschen drauf aufpassen. Früher konnte ich, wenn ich diese Uni-Methode geschrieben habe, konnte ich sagen, aha, unter mir liegen Fachbereiche, die haben Dekane. Da kann ich mich hinwenden. Das weiß ich ganz genau. Da konnte ich eben so spezifische Sachen in der Uni-Klasse verwenden. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, unter mir sind Subunits. Und wenn ich Lust habe, kann ich einfach auch ein Fachgebiet wie Software Engineering direkt unter die Uni hängen. Ne? Fachgebiet ist eine Unit, also damit auch eine Subunit und kann direkt unter jedem anderen Ding drunter hängen. Wenn ich Lust habe, kann ich ein Präsidium nehmen und hänge das unter das Fachgebiet Digitaltechnik. Spricht überhaupt nichts dagegen. Von der Klassenstruktur, von der Informationsstruktur her ist das absolut erlaubt. Das heißt, ich kann jetzt vollkommen wirre Hierarchien bauen, die ich von den Kopf auf die Füße stelle. Ich kann unter einem Fachgebiet eine komplette Uni drunter hängen und alles Mögliche machen, was vorher nicht ging. Ich kann die Dinger eben jetzt beliebig ineinander schachteln. Und dann wahlweise ist das ein Bug oder ein Feature. Ne? Ich gebe Compile-Zeit, Sicherheit, die ich vorher hatte, auf.
ich weiß jetzt eben nicht mehr, was habe ich jetzt hier drunter für Objekte. Ich weiß nur, das sind Unit-Objekte. Mehr kann ich zu denen nicht sagen. Und gewinne aber Flexibilität. Also die Frage war, wenn jetzt eben so ein Hierarchieobjekt wie FP16 auf seinen Elementen eine bestimmte Methode aufrufen gibt, die jetzt eben nur von den Fachgebieten angeboten wird. Dann müsste ich immer so ein Typecast machen. Ist das unter mir wirklich ein Fachgebiet? Kann ich das jetzt drauf aufrufen? Die Antwort ist, das tut man in einem Composite Pattern nicht. Alle Methoden, die du auf irgendeinem Unit aufrufen kannst, kannst du auf allen aufrufen und sie werden alle in der Klasse Unit implementiert. Ne, also Count Mitarbeiter, Count irgendwie Veröffentlichungen, V was weiß ich und Count Drittmittel oder sowas. Egal, was du mit dieser Objektstruktur machen möchtest, kannst du auch mit irgendeinem beliebigen Teilbaum machen oder mit irgendeinem beliebigen Element. Und alle Methoden sind so gebaut, dass sie rekursiv durch diesen Baum laufen. Und dafür muss jedes Element diese Methode verstehen. Na, und das Einfachste ist, wenn du sagst, ja, eigentlich wollte ich das aber nur in der einen Klasse implementieren, aber jetzt muss ich das in allen Klassen implementieren, das ist ja blöd, dann machst du halt in Unit eine Default-Implementierung, die liefert nur Return Null zurück oder irgendeinen Scheiß. Und nur diese eine Klasse, wo du so wirklich die Funktionalität haben möchtest, tust du was Ordentliches rein. Und dann kann der Parent von diesen Subobjekten, wo du die vermutest, kann das dann aufrufen oder du rufst es ganz auf der Wurzel auf, das läuft im Baum runter, die Objekte, die wissen, was zu tun ist, tun, was sie tun wollen und alles ist cool. Und ja, um so eine neue Methode zu bauen, die du eigentlich nur in einer Klasse haben möchtest, brauchst du die jetzt auch in der Klasse Unit. Das ist ein Problem, in der Tat. Und da musst du dir nur überlegen, was häufiger vorkommt. Ist es häufiger, dass ich meine strukturellen Sachen ändere? Oder ist es häufiger, dass ich neue Methoden dazu packe? Und je nachdem, was du häufiger tust, machst du ein Composite Pattern oder auch nicht. Das ist letztendlich der Punkt. Na, da gibt es immer einen Trade-off. Ja, schon auch richtig. Okay, das heißt, aber trotzdem, der Punkt, der hier nochmal wichtig war, ich habe Flexibilität gewonnen und dafür Compile-Zeit Sicherheit aufgegeben. Und dafür habe ich aber ganz viel Wartungsaufwand gespart und an dieser Stelle sagt die Softwaretechnik mal Scheiß auf die Compile-Zeit-Sicherheit. Ne? Das hier ist der Mechanismus, den wir brauchen. So machen wir das jetzt, das ist am flexibelsten. Es gibt eine Variante von diesem Design-Pattern Composite, die zwischen Blattknödeln und Nicht-Blattknödel unterscheidet. Also hier haben wir ja alles nur Unit und am Schluss sind hier auch noch Mitarbeiter dabei und der Einfachheit halber sind das auch Units. Das heißt, die erben auch von der Klasse Unit. Was den Effekt hat, dass der Marcel, der hier sitzt, dass wir unter den Marcel als Kind eine komplette Uni hängen können. Ne? Das schafft er schon. Was irgendwie nicht so das ist, was man möchte. Und dann kommst du das Gefühl aus, wir würden gerne innere Knoten und Blätter voneinander unterscheiden. Die Leute, die das wollen, sind prinzipiell eher so Warmduscher und Joghurtbecher, Deckelablecker oder so ähnlich. Aber bitteschön, sind wir nicht so dogmatisch. Das heißt, wir machen jetzt irgendwie eine Klasse Unit und eine Klasse, ich nenne die jetzt mal Leaf. Und eine Unit hat viele Leaves. Oder solche Dinge mehr. Und jetzt kommt der Trick, also N, Stern ist jetzt hier, Leaves oder Kids oder Els nenne ich die jetzt mal, und ist selber auch ein Leaf, macht irgendwie gar keinen Sinn, aber so geht's. Und dann kann sich jetzt eben mal unterscheiden, dass so ein Mitarbeiter, der erbt nur von dieser Klasse Leaf, das heißt, der hat keine weitere Untereinheiten da unten drunter, während eben die Uni von Unit erbt. Warum die jetzt auch noch ein Leaf ist, wissen wir nicht ganz genau, damit sie unter anderen Dingern drunter hängen könnte. Oder nehmen wir von mir aus Fachbereich.
Bei dem ist es irgendwie klarer, das ist irgendwie eine Unit, aber es ist auch irgendwie ein Leaf, weil es unter einer Uni hängt. Ne? Und da sind wir jetzt mal nicht so dogmatisch, das passt schon. Und dann kann ich unter Marcel keine Uni mehr drunter hängen und das Fachgebiet Software Engineering geht es immer noch. Ne? Ja, das ist ein bisschen Geschmackssache, was man da so lieber hat. Es gibt beide Implementierungen, vom Wartungstechnischen her ist das kein großer Unterschied. Es ist mehr so eine mentale Sache. Also was mir jetzt persönlich mehr liegt. Ne? Bei der Variante muss man manchmal noch, wenn man so rekursiv da durchläuft, dann sagt man, okay, mach eine Schleife über alle meine Kinder und rufe auf denen auch irgendwie wieder was auf. Ja, fertig. Das ist nicht so ein Drama. Ne? Also kann man schon machen. Reine Geschmackssache. Ich persönlich mag das hier lieber. Na, aber das ist ein bisschen markanter, weil man hier diese zu N-Kante und die Vererbungskante parallel hat. Die sieht man im Klassendiagramm, erkennt man das besser, dass das ein Composite-Pattern ist. Ja, und dann war es das aber auch so ungefähr schon. Wenn ihr das irgendwann in einem Team mal einführen wollt, wir hatten diese Diskussion in Software Engineering 1. Ne? Softwareentwicklung geht basisdemokratisch, stimmt einfach ab. Ne? Also wenn ihr eine Mehrheit dafür habt, ist man zumindest schon mal mehr als die Hälfte des Teams mit der Lösung zufrieden, die ihr dann genommen habt. Ne? Das ist besser, als wenn es nur drei sind. Und dann müssen sich einfach anschließend alle damit wohlfühlen und wenn sich alle irgendwie einig sind, dass das schöner ist oder die Mehrheit, dann ist es halt auch schöner. Fertig. Ne? Das ist jetzt eine reine Gefühlsfrage. Das ist Geschmackssache und über solche Gefühlsfragen kann man demokratisch abstimmen, dann ist das erledigt. Da gibt es nicht wirklich sachliche Dinge, warum das so oder so sein müsste. Okay. Damit sind wir schon durch für heute. Mehr machen wir gar nicht. Wie spät haben wir? Ah, eine gute Stunde. Das wird jetzt öfter so sein, dass wir nicht die komplette Zeit der Vorlesung nutzen. Das funktioniert einfach nicht. Ich könnte jetzt noch zwei andere Design-Pattern vorstellen, aber dann kriegt er sie nicht mehr auseinander gehalten. Und außerdem wären wir dann nach 7 Wochen mit der kompletten Vorlesung durch und wüssten nicht mehr, was wir den Rest des Semesters tun sollen. Und tatsächlich ist es ja so, dass das, was ich hier in der Vorlesung vorkaspere, wir sind heute alle schon so ein bisschen müde, es ist auch relativ warm. So die einen oder anderen fallen die Augen schon so ein bisschen zu. Ne? Ja, okay, wir gucken uns das Video nochmal an, aber eigentlich ist das, was ich hier erzähle, nicht so wichtig. Der eigentliche Lernprozess findet statt, wenn ihr das selber mal implementiert und mal selber so eine kleine Wartungsaufgabe vornimmt. Dann sieht man das. Ne? Und eigentlich müsste man es einmal falsch machen, dann einmal richtig, damit man den Unterschied sieht. Das schaffen wir aber nicht. Also tatsächlich, nachdem ich euch erklärt habe, wie es richtig geht, kann ich keinen mehr dazu zwingen, es falsch zu implementieren. Dementsprechend macht das auch keinen Spaß mehr. Okay, das heißt, wir machen demnächst jetzt immer so, dass es eigentlich eine halbe bis eine Stunde Vorlesungsteil ist und habt da mehr Zeit für Übung und Implementierung. Heute macht Marcel Übung, habe ich richtig verstanden, ne? Und erklärt nochmal die Details der Modalitäten zu den Hausaufgaben. Und vielleicht nochmal, Hausaufgaben sind genau der Teil, da lernt ihr es wirklich. Also wenn ihr jetzt diese Design-Pattern in Implementierungen umsetzt, das sind die Sachen, die entscheidend sind. Da findet das Lernen statt. Weswegen uns das besonders wichtig ist, dass ihr das ordentlich und gründlich macht. Weswegen wir uns da jedes Jahr strengere Regeln ausdenken, in der Hoffnung, euch noch mehr zur Arbeit zu kriegen. Wir machen mal ein Gebäude, hatte ich ja schon mal so angedacht. Gebäude sind auch hierarchisch strukturiert. Ne? Da gibt es Gebäude, die haben Etagen, Etagen haben Räume, in Räumen gibt es Arbeitsplätze, da sitzen irgendwelche Mitarbeiter oder Mitarbeiter machen wir nicht mehr mit. Und wir wollen jetzt mal wissen, für das Gebäude Wilhelmshöher Allee, Gebäude Teil 3, das ist dieser Trakt hier, wo mein Fachgebiet drin ist. Na, also wir brauchen nicht die ganze Wilhelmshöher Allee, das wäre irgendwie ein bisschen stressig, wir machen mal nur diesen Gebäudeteil hier. Da hätten wir gerne mal so eine Datenstruktur, eine hierarchische Datenstruktur gebaut. Erstmal nur aus Gebäude, Etagen, Räumen und Arbeitsplätzen. Eben mit so einer Unit unten drunter, die so Subunits hat und fertig. Und das sollen wir mal einmal machen. Dann brauchen wir Dateninstanzen dafür, damit das Ganze Spaß macht. Das heißt, baut vielleicht am besten einen JUnit-Test. Der erzeugt eben ein Gebäudeobjekt da drinnen. Ich glaube, wir haben 3 Etagen in diesem Gebäude, nehmt den Keller noch dazu, 4 Etagen, dann mindestens 2 Flure auch mal mit Räumen ausstatten, von mir aus meinen
Flur und den von Herrn Zipf oder irgendeinen anderen. Da sollte mindestens dann das Zimmer drinne sein, in dem ich wohne, vielleicht noch irgendwie zwei andere Zimmer. Und da irgendwie die Schreibtische, die da ungefähr sind, denkt euch was aus und dann vielleicht noch, wer da dran sitzt. Das wäre vielleicht lustig. Ne? Und dann machen wir mal so eine Methode, die zählt die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsplätze pro Etage. Ja, nur so zählen, das war mir dann irgendwann zu langweilig. Zählt dann doch mal bitte für jede Etage, wie viele Mitarbeiter da sind, und dann nachher macht er den Durchschnittswert über alle Etagen. Ja, das ist ein bisschen komplizierter, da muss man tatsächlich auch diese Fallunterscheidung, was du eben gemeint hast, werdet ihr da brauchen auf Dauer. Und dann haben wir das vor. Also ein Test, der legt Objekte an, so ungefähr 100 Stück oder 50 oder sowas. Gebäude, Etagen, Räume, Arbeitsplätze, viele Etagen, viele Räume in jeder Etage, viele Arbeitsplätze in jedem Raum. Dann diese Bäume wachsen so schnell in die Breite, das ist furchtbar. Hat man so 100 Objekte, dann iteriert er da einmal schön drüber und rechnet diesen Durchschnitt der Arbeitsplätze auf. Und dann machen wir mal so eine Wartungsaufgabe. Das heißt, wir machen einen zweiten Test, der unterteilt die Etagen in Bereiche. Das heißt, wir haben dann vielleicht zwei Fachgebiete auf einem Flur und dann würden wir gerne sagen, bitte mach doch die erste Hälfte des Flurs, da ist der Bereich Softwaretechnik, und die zweite Hälfte des Flurs ist der Digitaltechnik von mir. Das ist mir auch gerade egal. Oder vorne sitzen die Mitarbeiter, hinten sitzen die Hiwis, das ist vielleicht auch schön. Dann machen wir mal irgendeine Unterteilung von Fluren in Bereiche, ganz genau. Das heißt, wir schreiben einen zweiten Test, der baut prinzipiell das gleiche Gebäude wie vorher, aber unterhalb der Etagen sitzen Bereichsobjekte und unter den Bereichsobjekten sitzen Räume und darunter sitzen die Mitarbeiterplätze, die Arbeitsplätze. Vorstellbar? Na, pro Etage zwei oder drei Bereiche, wie viel ihr Lust habt. Nehmt ihr einfach Copy-Paste den Code von oben oder ruft ihn nochmal auf und baut das nachher um oder wie ihr das machen wollt, ist mir gerade egal. Und danach zählt er nochmal die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter, der Arbeitsplätze pro Etage. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, braucht ihr nur die Klasse Bereich bauen und keine einzige Methodenzeile ändern. Und wenn ihr das doch machen müsst, fragt hier nochmal Marcel, wie es richtig geht. Ne? Das ist der Plan. Okay? Cool. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und Marcel erzählt jetzt noch den Übungsteil. Direkt im Anschluss.